In einem fernen Land namens Struppien lag ein wundersamer Ort, bekannt als das Land der Leuchttürme. Hier ragten die majestätischen Türme in den Himmel und erstrahlten in den schönsten Farben des Regenbogens. Doch einer dieser Türme war ganz besonders. Er hieß Struppis Turm und war das schönste von allen. Sein Leuchten war so hell, dass es selbst die dunkelste Nacht erhellen konnte. Struppi, ein mutiger kleiner Terrier, lebte in der Nähe dieses Turms und war fasziniert von seiner Schönheit. Jeden Abend saß er auf einem Hügel und bewunderte das glitzernde Licht, das von Struppis Turm ausgestrahlt wurde. Doch eines Tages, als er wieder dort saß, bemerkte er etwas Seltsames. Das Leuchten des Turms begann zu flackern und zu schwanken, als ob etwas nicht stimmte. Struppi spürte sofort, dass etwas nicht in Ordnung war. Ohne zu zögern, machte er sich auf den Weg zum Turm, um herauszufinden, was passiert war. Als er näher kam, hörte er ein leises Schluchzen. Er schaute nach oben und sah eine kleine Fee, die verzweifelt versuchte, das Leuchten des Turms wiederherzustellen. Die Fee erklärte, dass ein böser Zauberer versucht hatte, das Licht des Turms zu stehlen, um seine dunklen Pläne zu verwirklichen. Struppi zögerte nicht lange und bot seine Hilfe an. Gemeinsam mit der Fee arbeitete er daran, den Zauber des bösen Magiers zu brechen und das Leuchten des Turms zu retten. Mit Mut, Entschlossenheit und einer Prise Magie gelang es ihnen schließlich, den Zauber zu durchbrechen und das Licht des Turms wiederherzustellen. Von diesem Tag an wurde Struppi als Held gefeiert und sein Name wurde für immer mit dem strahlenden Turm verbunden. Die Legende von Struppi und dem Leuchtturm von Struppien wurde von Generation zu Generation weitergegeben und erinnerte die Bewohner immer daran, dass selbst in den dunkelsten Zeiten Mut und Zusammenhalt das Licht am Ende des Tunnels sein können.